Was? Oracle, setze das Batmobil-Abwehrmaßnahmensystem außer Kraft. Ich habe den Alarm gesehen. Was ist los? Wo bist du? Ich bin außerhalb der Arkham-Villa. Wahrscheinlich hat Harley Quinn den Alarm ausgelöst. Wenn sie Gordon noch bei sich hat, könnte er verletzt werden. Okay. Das Batmobil ist immer noch außerhalb des Intensivbehandlungsgebäudes in Nord-Arkham geparkt. Ich habe dir einen Plan der Insel geschickt. Wichtige Orte wie den Standplatz deines Autos habe ich markiert. Danke, Oracle. Ja, ist gut. Ich will jetzt erstmal kurz noch ein bisschen Riddlers Herausforderung. Meine Herausforderungen erscheinen denen, die die richtige Position im Leben einnehmen. Natürlich war das leicht für dich. So sollte es auch sein. Das Erbe der Insel wurde endgültig begraben. Was ist das? Nein, nicht die Biografien. Nee. Das ist ja noch irgendwo was. Das war eine der leichteren. Ja, und welche war das? Ach. Die Herausforderung. Okay, Okay, das sind alles die Trophäen. Okay, das sind die Gespräche. Okay, diese Wände kann ich eh noch nicht aufmachen. Die Klappermänner. Ja, Klappermänner. Ich sag Klappermänner, weil die klappen. Und die Chroniken. Okay. Ich habe übrigens gehört, dass dieser Detektivmodus hier im zweiten Teil nicht mehr so exzessiv benutzt werden kann. Hi. Batman, was machst du? Tut mir leid, ich dachte immer, dich gibt's gar nicht. Was ist los? Joker hat die Kontrolle über die Insel an sich gerissen. Bleiben Sie hier und sehen Sie sich vor. Blackgate-Gefangene laufen hier frei rum. Lassen Sie sie nicht zu nah an sich ran. Sie haben keine Chance. Erst schießen, dann fragen. Ist schlechter als ich dachte. Bei diesem Tempo schlägst du mich niemals. Und wieder passieren. So, das war wieder eine von Riddlers Herausforderungen. Ich dachte, das wären. Ach, egal. Ist halt, dass ich an manche Sachen noch nicht rankomme, weil mir dazu die Ausrüstung fehlt. Aber ich weiß noch ein paar Dinge, die ich vielleicht finden könnte. Ah, da vorne ist schon eine von den Trophäen. Oh, Black. Herausforderung absolviert. Schaffst du noch mehr? So. Ja. Ich weiß, dass wir jetzt etwas Zeit vergeuden mit der Suche.
Und ich weiß auch, dass euch die Parts kostbar sind. Aber da müsst ihr jetzt wohl durch, weil ich würde doch gerne wieder die Rätsel alle lösen. Und ich mache das jetzt lieber auf einen Streich, weil ich will jetzt nicht zu viel verraten. Jedenfalls wird es schwerer werden, diese Rätsel zu lösen mit der Zeit. Das war jetzt, glaube ich, nicht sehr geschickt. Aber er rettet sich ja mit seinem Enterhaken. Und kommt daraus, von wo aus wir gestartet sind? Und weiß es nicht. Aber wo bin ich denn? Da oben ist der Turm. Okay. Hallo, du sollst hochklettern. Aber es hat auch den Vorteil, wenn ich hier so ewig rumlaufe und ständig mit dem Zeug spiele, dass ich die Steuerung langsam wieder etwas beherrsche. Ah, gib mir aus dem Weg. Also, wie bist du darauf gekommen? Durch das grüne, glühende Fragezeichen? Ja. Könnte man durchaus sagen. Okay, da hoch komme ich anscheinend nicht. Ich würde gerne da oben auf einen Glockenturm. Anscheinend kann ich hier doch nichts mehr machen, aber war doch noch irgendwas mit... Ja, ich weiß, wo ich hin muss. Danke. Die richtige Position... Meine Herausforderungen erscheinen denen, die die richtige Position im Leben... Ach, Klappe. Okay, wie komme ich hier rein? Scheint noch nicht. Tonband. Aufgezeichnetes Patientengespräch. Das Subjekt hat keinen dokumentierten Namen. Alias Name Joker. Im Raum befinden sich Anstaltsleiter Sharp und ich, Dr. Young. Ist das wieder einer dieser langweiligen Psycho-Charakterisierungstests? Nein, ist es nicht. Also, du bist der berühmte Joker. In Fleisch und Blut, na Doc? Wollt ihr, dass ich mir wieder die Tintenkleckse anziehe? Der erste ist das Kätzchen, das ich hatte, als ich klein war. Der zweite ist... mal sehen. Ein toter Elefant.
Ich habe in den Nachrichten gehört, was passiert ist. Ich dachte, Joker zurückzubringen wäre eine gute Idee. Dachte ich auch. Bleiben Sie hier, während ich mich darum kümmere. Oh yeah. Upgrade. Gut, was nehmen wir diesmal? Die Combo. Upsala. Okay. Oh. Und drüben ist eine Riddler-Trophäe. Kannst du das hören, Detektiv? Das ist der Klang, wie ich deinem Erfolg Beifall klatsche. Oh, du hörst ihn nicht? Dann deshalb, weil sogar ein Idiot die Trophäe gefunden hätte. Nee, da muss ich noch nicht rein. Die Trophäen zeige ich euch dann am Ende vom Spiel und auch die Extras, alles, was ich jetzt freispiele und so weiter. Zeige ich euch dann alles am Ende. So, wenn es dann speichert, dann mache ich nochmal eine kurze Pause. Ich kann nicht glauben, dass Sie Jackson getötet haben. Bleiben Sie bei Ihrem Kollegen. Ich mache dem ein Ende. Jetzt. Wer ist Jackson? Ist das der Kollege hier? Hab's aber. Bleiben Sie bei Ihren Kollegen. Er ist zwar tot, aber bleiben Sie trotzdem bei ihm. Okay, es speichert. Deswegen mache ich jetzt eine kurze Pause. So, willkommen zurück. Ich muss gerade mal gestehen, dass ich einen kleinen Fehler gemacht habe. Und zwar habe ich ein bisschen weitergespielt und die ganze Zeit kommentiert und dann irgendwann fällt mir so ein, habe ich überhaupt mein Mikrofon an? Guck auf mein Instant Mute Button und sehe, dass er blinkt, also dass ich gemutet bin. Da dachte ich mir, zeige ich euch jetzt den Teil, den ich gerade gespielt habe? Oder, ja, was hätte ich sonst machen sollen? Ich bin nochmal zum Kontrollpunkt zurückgesprungen und habe gesehen, dass es eigentlich gar nicht so weit ist. Also, ich bin jetzt gerade hier durchgekommen. Hier habe ich gerade die zwei Waren ausgestaltet. Das war nichts Besonderes. Da habe ich eh nur wieder gefailt. Und jetzt müssen wir unseren Wagen da vorne, ja, was heißt, retten. So, und hier habe ich eben auch schon gefailt. Mal schauen, ob ich das diesmal besser hinkriege. Nein, anscheinend fail ich schon wieder. Hallo, ich hab doch Blocken gedrückt. Du läufst jetzt nicht weg, ey. So. Aber ich habe gerade etwas Wunderbares erfahren. Im Kofferraum des Batmobils. Oh ja, ein Vorrat an Explosivgel. Das ist wunderbar und das können wir auch immer wieder gebrauchen. Denn jetzt kommen wir... Harley hat das Auto zerstört. Sieht aus, als hätte es eine Rangelei gegeben.